Was es mit diesen komischen Tonleitern auf sich hat und warum es euch noch viel helfen wird, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, erkläre ich euch jetzt. Das war super. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil meiner Grundlagenserie. Mein Name ist Hans und ich bin Klavierlehrer. Heute geht es zum allerersten Mal um das Thema Tonleitern. Das ist ein schön komplexes Thema. Tonleitern werden uns immer und immer wieder begegnen. Das ist auch ein Thema, wo man kaum auslernen kann. Wir werden heute auch zum allerersten Mal an den Begriffen Dur und Moll vorbeikommen. Auch die werden uns in Zukunft immer wieder begegnen. Tonleitern kommen übrigens ständig in der Musik vor, völlig egal welche Stilistik. Sie helfen uns, wenn wir bestimmte Stücke spielen, wenn wir improvisieren wollen, wenn wir eigene Stücke schreiben wollen. Sie helfen uns auch beim Hören und Verstehen von Stücken. Ganz allgemein kann man sagen, dass uns Tonleitern dabei helfen, zu wissen, welche Töne zu einem Stück oder zu bestimmten Akkorden passen und welche nicht. Voraussetzung, um dieses Video hier zu verstehen, ist, dass ihr die Tonnamen kennt. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall den ersten Teil meiner Grundlagenserie gesehen haben, den ich euch hier oben bzw. unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Es ist auch gut, wenn ihr den zweiten Teil gesehen habt, nämlich als es um den Einstieg in die Notenschrift ging. Das Video hier ist so konzipiert, dass man es auch ohne die Notenschrift verstehen kann. Meine Empfehlung ist aber, sich vorher mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben. Als erstes werde ich natürlich erstmal darüber reden, was überhaupt eine Tonleiter ist, das heißt, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Danach schauen wir uns zwei ganz konkrete Tonleitertypen an, nämlich die Dur-Tonleiter und danach die Moll-Tonleiter. Und natürlich gibt es am Ende, wie immer, eine kurze Zusammenfassung. Okay, dann lasst uns mit dem Thema beginnen. Eine Tonleiter ist eine Reihe von Tönen, die ihrer Tonhöhe nach geordnet sind. Ein anderer Begriff für Tonleiter ist übrigens Skala oder im Englischen auch Scale, was letztlich sozusagen auch das Bild einer Leiter bzw. einer Treppe meint. Und genau so lässt sich dieses Thema auch sehr schön veranschaulichen. Bei so einer Treppe haben wir natürlich einen Startpunkt und irgendwo weiter oben ist unser Ziel. Und um vom Startpunkt zum Ziel zu kommen, brauchen wir natürlich verschiedene Stufen. Diese Stufen sehen natürlich auch nicht so aus, das wäre ja völlig bescheuert, sondern sie sind ihrer Höhe nach geordnet und nicht völlig willkürlich, wäre ja auch sinnlos. Und bei unseren Tonleitern oder Tonskalen ist das genauso. Wir sprechen dann übrigens auch von einzelnen Tonstufen. Wichtig ist jetzt auch hier, wenn wir einen Startpunkt haben, also einen Startton, zum Beispiel ein C, dann ist das Ziel einfach das C eine Oktave höher. Und jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, sprich verschiedene Tonleitern, um vom Anfang zum Ziel zu kommen. Zum Beispiel diese hier. Wie ihr seht, hat diese Tonleiter eher kleine Stufen, aber davon eben sehr viele. Bei einer anderen Tonleiter wäre das zum Beispiel genau anders. Die klingt dann so. Die hat jetzt eher größere Stufen, aber es sind insgesamt auch weniger Stufen als beim Beispiel davor. Diese beiden Tonleitern waren zum einen eine sogenannte chromatische Tonleiter und zum anderen eine sogenannte Ganztonleiter. Ihr könnt euch jetzt aber anhand des Klangs vielleicht schon denken, dass das nicht unbedingt die Tonleitern sind, die wir am häufigsten nutzen. Deshalb werde ich jetzt auch erstmal nicht weiter auf diese Begriffe eingehen. Es ist aber gut, wenn ihr sie schon mal gehört habt. Die Tonleitern, die aber am häufigsten verwendet werden, sind die sogenannten Dur- und Moll-Tonleitern und die schauen wir uns jetzt mal an. Auch wenn ihr bislang keinerlei Musik gemacht habt, habt ihr diese Tonleiter bestimmt schon mal gehört. Entweder in ihrer Rohform oder irgendwo in einem Stück verpackt. Sei es nur in irgendeinem klassischen Stück oder in einem Popsong. Diese Tonleiter taucht immer wieder auf. Wenn wir die Dur-Tonleiter jetzt, wie die beiden Tonleitern davor, grafisch darstellen würden, würde das so aussehen. Unsere Dur-Tonleiter hat 7 verschiedene Tonstufen. Für uns in der Musik ist es übrigens so, dass der Ausgangspunkt schon die erste Stufe ist. Ja, da kommt 2., 3., 4., 5., 6., 7. Stufe und dann der Zielpunkt, wir könnten jetzt sagen 8. Stufe, aber im Prinzip ist es wieder die 1. Stufe, weil es ja wieder unser Ausgangston ist. Und wir von dort aus die Tonleiter ja wieder beginnen könnten. Die 1. Stufe, also unser Ausgangspunkt, ist übrigens unfassbar wichtig, das ist der sogenannte Grundton. Dieser Begriff wird uns in Zukunft immer und immer wieder begegnen. Klingen
tut ihr übrigens so. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was das Erste ist, was ihr mit diesem Klang assoziiert. Also das Erste, an was ihr denkt, wenn ihr das hört. Dur heißt übersetzt übrigens hart. Der Gegensatz dazu, nämlich Moll, wird dann mit weich übersetzt. Das heißt, das ist sozusagen unser Gegensatz, hart und weich. Manchmal wird es auch als hell und dunkel bezeichnet. Manchmal wird Dur auch als fröhlich und Moll als traurig beschrieben, was ich aber ziemlich ungenau, ziemlich oberflächlich finde. Ich finde hart und weich bzw. hell und dunkel eigentlich schöner als Erklärung. Vielleicht habt ihr jetzt beim Hören oder als ihr auf die Grafik geschaut habt, schon was gesehen. Irgendwie haben diese Stufen nicht alle den gleichen Abstand zueinander. Wenn wir uns jetzt quasi vorstellen, da mal von unten nach oben hochzulaufen, müssten wir erstmal zwei eher normale Schritte oder größere Schritte machen und dann auf einmal einen kleineren Schritt, dann wieder drei größere Schritte und dann ganz am Ende nochmal eher einen kleineren Schritt. Und genau dieser Aufbau ist quasi das Charakteristische einer Dur-Tonleiter. Wir sprechen dann bei den größeren Schritten von Ganztonschritten. Dieser Begriff sollte euch, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, schon bekannt vorkommen. Und die kleineren Schritte nennen wir Halbtonschritte. Wenn man dieses Prinzip jetzt verinnerlicht, kann man sich alle Dur-Tonleitern selber herleiten. Ich würde es mir einfach so merken, wir haben normalerweise Ganztonschritte, außer zwischen der dritten und vierten Stufe, da ist ein Halbtonschritt, und zwischen der siebten und achten, beziehungsweise wieder siebten und ersten Stufe, da ist auch ein Halbtonschritt. Okay, das waren jetzt ziemlich viele theoretische Erklärungen. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das aufs Klavier überträgt. Da dieses Prinzip für alle Dur-Tonleitern gilt, können wir es auch wirklich von jedem x-beliebigen Ton aus anwenden. Für die Darstellung gehen wir erstmal ein bisschen näher ran. Und dann habe ich euch da oben so eine Art Schablone eingeblendet. Die zeigt erstmal nur ganz viele kleine Stufen, nämlich die ganzen Halbtonschritte an. Die Schablone legen wir jetzt einfach an ein G an, also diese erste Stufe ist dann das G. Und die letzte Stufe sollte das G eine Oktave höher sein. Und dazwischen habe ich jetzt erstmal alle Tasten, also alle Halbtonschritte dargestellt. Wenn wir jetzt eine Dur-Tonleiter haben, brauchen wir aber nicht alle Halbtonschritte, sondern eben diese Abfolge, die ich euch ja gerade erklärt habe. Also, vom G aus einen Ganztonschritt, das heißt, wir überspringen eine Taste. Jetzt kommt wieder ein Ganztonschritt, wir überspringen also wieder eine Taste. Jetzt kommt unser erster Halbtonschritt zwischen dem dritten und vierten Ton. Halbtonschritt heißt genau die nächste Taste, ist in dem Fall eine weiße Taste. Jetzt kommt wieder ein Ganztonschritt, wieder ein Ganztonschritt, wieder ein Ganztonschritt. Achtung, heißt ja, wir überspringen eine Taste. Das heißt, wir landen in dem Fall auf einer schwarzen Taste, auf dem Fis. Und am Ende nochmal einen Halbtonschritt und dann sollten wir auf dem G ankommen. Und das passt. Wenn ich in der Schablone jetzt nochmal alle Töne einblende, die ich gerade gespielt habe, und wir noch die Stufen wieder schön beschriften mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und am Ende wieder 1, haben wir eine fertige Schablone für eine Dur-Tonleiter. Und das Tolle ist jetzt, dass wir diese Schablone einfach an einen anderen Startton anlegen können. Zum Beispiel ein Des. Vielleicht denkt ihr jetzt, eine Des-Dur-Tonleiter, das klingt doch schon wahnsinnig kompliziert. Ist überhaupt nicht. Ist ja genauso kompliziert oder einfach wie die G-Dur-Tonleiter. Denn man muss einfach sich nur an dieses Prinzip halten. Probieren wir es einfach mal. Es geht bei einem Des los. Jetzt kommt ein Ganztonschritt. Das heißt, wir überspringen eine Taste. Wäre in diesem Fall eine weiße Taste. Das heißt, die nächste Taste, die wir spielen müssen, ist diese hier, das S. Jetzt kommt wieder ein Ganztonschritt. Müssen wir wieder eine weiße Taste überspringen. Aber auch eine weiße Taste spielen jetzt. Das heißt, das F, ja, unsere ersten drei Töne waren Des, S und F. Jetzt kommt unser Halbtonschritt, das heißt einfach die Taste daneben, Ges. Jetzt kommen drei Ganztonschritte, also einmal hierhin, einmal hierhin. Ganztonschritt von hier ist jetzt zum C und am Ende ein Halbtonschritt. Und wir sollten wieder beim Des ankommen. Ja, hier haben wir angefangen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie diese beiden Tonleitern in der Notenschrift aussehen. Nochmal zurück zu unserer G-Dur-Tonleiter. Da ging es ja beim G los. Das ist übrigens genau das G, was unser Violinschlüssel anzeigt. Wenn ihr hier nochmal eine Wiederholung braucht, schaut euch bitte mein Video zum Thema Notenlesen an, was ich euch hier oben bzw. in der Videobeschreibung verlinken werde.
Also, wir beginnen auf dem G, was der Violinschlüssel anzeigt, und dann kommt A, H, C, D, E. Und jetzt haben wir den einzigen Ton, der ein Vorzeichen braucht, nämlich das Fis. Das heißt, wir schreiben wie ein F auf, aber ein Kreuz davor. Und dann kommt am Ende das G. Die zweite Tonleiter war ja die Des-Dur-Tonleiter. Des, da sagt der Name ja schon, wir müssen jetzt anscheinend mit kleinen Bs arbeiten. Also mit den Vorzeichen, die einen Ton immer nach links, also einen Halbton runtersetzen. Wir haben also ein Des, dann das S, dann F ohne Vorzeichen. Ges, also ein G, was erniedrigt wurde. As, B, Achtung, das hat über diesen blöden Namen. C, ohne Vorzeichen und wieder Des. Wichtig ist übrigens, dass ab dem Startton, und das war auch bei beiden Tonleitern jetzt der Fall, immer jeweils eine Note auf dem Zwischenraum, auf der nächsten Linie, nächsten Zwischenraum, nächste Linie und so weiter steht. Wenn irgendwie mal zwei Töne auf derselben Linie oder im selben Zwischenraum stehen oder irgendwo so eine Lücke dazwischen ist, dann stimmt was nicht. Schauen wir uns mal mit unserer Schablone noch ein drittes Beispiel an, nämlich die C-Dur-Tonleiter. Geht hier los auf diesem C. Wenn ihr euch erinnert, das war ein sehr wichtiges C, nämlich das mittlere C. Dann ganz Ton weiter ist die nächste weiße Taste. Ganz Ton weiter wieder weiße Taste. Jetzt kommt unser Halbtonschritt. Wieder eine weiße Taste. Ganztonschritt. Noch ein Ganztonschritt. Noch ein Ganztonschritt. Und ganz am Ende der Halbtonschritt. Und wie ihr seht, falls ihr es nicht schon wusstet, eine C-Dur-Tonleiter sind einfach ab dem C alle weißen Tasten. Ist dadurch die C-Dur-Tonleiter viel einfacher als alle anderen Tonleitern? Nicht wirklich. Sie ist natürlich relativ leicht zu sehen, weil man jetzt nicht groß nachdenken muss, wenn man alle weißen Tasten spielt. Aber das Grundprinzip ist ja bei allen Dur-Tonleitern gleich. Es braucht natürlich ein kleines bisschen länger, dass man so eine Des-Dur-Tonleiter zum Beispiel genauso fix sehen kann wie eine C-Dur-Tonleiter. Das kommt aber auch mit der Zeit. Das sollte aber euer Ziel sein, wenn ihr euch so frei wie möglich auf diesem Instrument bewegen wollt. Die C-Dur-Tonleiter wird entsprechend in den Noten dann natürlich so aussehen, nämlich ganz einfach ohne Vorzeichen. Fertig. Diese Schablone gibt es übrigens auch in analoger Form, das sieht dann ungefähr so aus. Ich muss das noch ein bisschen schöner designen, aber man kann das dann einfach hier so an die Tasten dranlegen oder wenn man vorm Klavier sitzt, so hinter die Tasten klemmen. Ich werde in die Videobeschreibung einen Link packen, wo man sich diese Schablone runterladen kann. Wie gesagt, eine bisschen hübschere Version. Und dann könnt ihr euch das einfach ausdrucken und als Hilfsmittel verwenden. Der Gegensatz zu Dur ist Moll. Wir erinnern uns, Moll heißt übersetzt sowas wie weich. Schreibt mir auch hier wieder gerne in die Kommentare, was das Erste ist, an was ihr denkt, wenn ihr diese Tonleiter hört. Eine Moll-Tonleiter würde jetzt so aussehen und so klingen. Im Grunde genommen, auch wenn sie klanglich einen ganz anderen Charakter hat, ist sie gar nicht so anders wie die Dur-Tonleiter. Wir haben wieder 7 verschiedene Stufen. Wieder haben nicht alle Stufen den gleichen Abstand zueinander. Und wieder haben wir nur 2 Stellen, wo es einen kleineren Schritt gibt. Der Unterschied ist jetzt nur, dass unsere Halbtonschritte, also die kleineren Schritte, an anderen Stellen sind, nämlich zwischen der 2. und 3. und der 5. und 6. Stufe. Das reicht übrigens wieder völlig aus, um sich zu merken, wie so eine Molltonleiter aufgebaut ist. Ich zeige es euch am Klavier. Für die Molltonleiter benutzen wir natürlich jetzt eine andere Schablone, nämlich die, wo der Halbtonschritt zwischen dem 2. und 3. und dem 5. und 6. Ton eingezeichnet ist. Wir nehmen wieder irgendeinen Ton und legen da einfach die Schablone dran. Zum Beispiel das D. Und jetzt gehen wir wieder die Abfolge von Ganzton- und Halbtonschritten durch. Also wir brauchen zuerst einen Ganztonschritt. Das heißt, wir überspringen eine Taste. Jetzt kommt schon der Halbtonschritt. Ist praktischerweise hier direkt die nächste weiße Taste. Jetzt kommt wieder ein Ganztonschritt. Wieder ein Ganztonschritt. Achtung, jetzt kommt schon der nächste Halbtonschritt. Ist in dem Fall eine schwarze Taste.
Dann kommt wieder ein Ganztonschritt. Das heißt, wir überspringen eine Taste. Und am Ende einen Ganztonschritt und wir sollten wieder beim D ankommen. Ja? Hier haben wir angefangen. In der Notenschrift würde das folgendermaßen aussehen. Wir haben fast nur weiße Tasten. Bis natürlich zu diesem Ton, nämlich dem B. Das ist dann einfach auf der mittleren Linie mit einem kleinen B davor. Achtung, hier gibt es wieder die Verwirrung. Das Vorzeichen ist ein kleines B und auch der Ton heißt einfach nur B. Dann noch ein C und am Ende ein D. Nehmen wir mal noch ein zweites Beispiel für eine Molltonleiter, zum Beispiel eine E-Molltonleiter. Wir fangen von einem E an, dann kommt der Ganztonschritt. Achtung, ist jetzt schon direkt die schwarze Taste. Dann kommt ein Halbtonschritt. Dann kommt wieder ein Ganztonschritt, Ganztonschritt, der Halbtonschritt zwischen der fünften und sechsten Stufe, weiße Taste in dem Fall, noch ein Ganztonschritt und noch ein Ganztonschritt. In der Notenschrift sieht eine E-Moll-Tonleiter so aus. Wir haben nur an einer Stelle ein Vorzeichen, nämlich vor dem F ist ein Kreuz, weil wir ja das Fis spielen müssen. Auch diese Schablone könnt ihr euch kostenlos runterladen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Eine Tonleiter, auch Skala genannt oder im Englischen Scale, ist eine Reihe von verschiedenen Tönen, die dann nach ihrer Tonhöhe geordnet sind. Sie beginnen immer an einem bestimmten Punkt, also einem konkreten Ton. Dieser Ton wird Grundton genannt. Das ist ein sehr wichtiger Ton. Und dann gibt es einen Zielton. Und das ist dann genau unser Ausgangston, nur eine Oktave höher. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, zu diesem Zielton zu kommen. Und das sind dann unsere verschiedenen Tonleiter. In der Regel ist das immer eine ganz konkrete Abfolge von Halbtonschritten, also kleineren Schritten, und Ganztonschritten, also größeren Schritten. Und so kommen dann auch die Namen der Tonleitern zustande. Wir haben also erstmal einen Buchstaben, das ist dann unser Grundton. Und zum Beispiel bei einer E-Dur-Tonleiter ist das E unser Grundton. Und der Zielton ist dann halt das E eine Oktave höher. Und Dur bedeutet bei der Tonleiter, dass es eben eine ganz, ganz konkrete Abfolge von Halbtonschritten und Ganztonschritten ist. Das wäre bei einer Dur-Tonleiter zwei Ganztonschritte, dann ein Halbtonschritt, dann drei Ganztonschritte und am Ende nochmal ein Halbtonschritt. Merkt euch am besten einfach, so eine Dur-Tonleiter hat in der Regel Ganztonschritte. Nur zwischen dem dritten und vierten Ton ist ein Halbtonschritt und zwischen dem siebten und achten bzw. siebten und wieder ersten Ton ist auch ein Halbtonschritt. Das gilt dann für alle Dur-Tonleitern. Dur lässt sich übrigens mit hart und Moll mit weich übersetzen. Die englischen Begriffe für Dur und Moll sind Major und Minor. Eine Molltonleiter ist eigentlich sehr ähnlich aufgebaut, auch wenn sie klanglich einen ganz anderen Charakter hat. Wir haben zuerst einen Ganztonschritt, dann haben wir einen Halbtonschritt, dann haben wir drei Ganztonschritte. Nee. Wir haben zunächst einen Ganztonschritt, dann haben wir einen Halbtonschritt, dann haben wir zwei Ganztonschritte, dann einen Halbtonschritt und am Ende nochmal zwei Ganztonschritte. Auch hier ist es wieder besser, sich einfach zu merken, wo die Halbtonschritte sind, nämlich zwischen der zweiten und dritten Tonstufe und zwischen der fünften und sechsten Tonstufe. Okay, das war's fürs heutige Thema. Es freut mich, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstige Kommentare, schreibt's einfach unter das Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ist es natürlich super, wenn ihr das Video liked und wenn ihr meinen Kanal abonniert und auf die Glocke klickt. Und natürlich auch das Video mit euren Freunden teilt. Je mehr Unterstützung ich hier bekomme, desto mehr Rückenwind habe ich natürlich auch, weitere Videos zu produzieren. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Üben, beim Klavierspielen und sonstigen Musikmachen. Habt noch eine wunderschöne Woche und macht's mal gut.